Ausgezeichnete Arbeit. Port Royal hat nun eine wunderschöne Werft. Ihr könnt nun Schiffe in Auftrag geben. Mit eurer neuen Werft wird es uns nun möglich sein, die Spanier bei den Hörnern zu packen. Stellt nun einen noch stärkeren Konvoi zusammen. Das sieht doch nach was aus. Dieser Konvoi sollte es mit den Spaniern aufnehmen können. Westlich von Santiago findest du einen Lehrmeister. Für einen starken Konvoi benötigt ihr einen erfahrenen Kapitän. Es gibt da einen Lehrmeister. Er hat sich zwar zurückgezogen, doch ich konnte ihn ausfindig machen. Sucht ihn bitte auf. Er kann euch helfen. Okay, und ich soll selber Linienschiffe bauen lassen. Ihr seid doch bekloppt. Wisst ihr, wie teuer das ist? Aber gut, ihr wollt es, ihr kriegt es. So, sehr schön. Jetzt muss ich erst mal gucken. Also, wir sollen Linienschiffe bauen. Oh, dafür brauche ich die Ruhmpunkte. Nein, brauche ich nicht. Das habe ich schon erforscht. Ha! Sehr nice. Also, Bauauftrag. Linienschiffe. 3 Stück war das. 1, 2, 3. Gut. Und dann sollen wir westlich von Santiago hin. Wir sind da, ne? Vor einer einfachen Hütte, nicht weit vom Wasser, sitzt hier ein älterer Mann, der wie ein Einsiedler wirkt. Seid gegrüßt. Ich biete einem eurer Kapitäne Lehrstunden an, um seine Kenntnisse zu verbessern. Meine Dienste sind aber nicht umsonst. 830 Goldstücke. Der Konvoi benötigt einen Kapitän, dem noch mindestens 3 Erfahrungsstufen fehlen. Ach so. Meiner schon zu gut. Na toll. Ah, da muss ich mal ganz kurz meine Handelsroute unterbrechen mit M. Hoffman. Finnegan Baker. Du fährst jetzt hier vorne mit hin. Du kommst wieder zurück nach Port Royal. Habt ihr den Lehrmeister aufgesucht? Je größer die Erfahrung eines Kapitäns, desto mehr Kampfschiffe kann sein Konvoi führen und desto ausgefeiltere Taktiken kann er in Schlachten nutzen. Tja, gut. Ist jetzt kein Superman, aber er ist da. Du kannst dann wieder weiter auf deine Handelsroute gehen. So, und dann haben wir noch einen dritten Kapitän. Und zwar bei wem? Kein Pardon? Nein. Bei der Kappas? TV Europa? Krummbeere? Irgendeine hatte doch noch einen Kapitän. Du. Werner Bräuchhausen. Wo ist die? Da. Du fährst bitte mal damit hin. Wie, der kann 11 maximale Stufen erlangen. Das ist ja cool. Gut, dann mach mal weiter deine Route. Warum kann er das denn nicht? Er kann nur 8. Das ist ja doof. Dann kann ich nur noch 2 Sterne vergeben. Vielleicht wegen Kanonier? Kanonier 3. In Seeschlachten erzielt der Konvoi 8% mehr Schaden.
Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn wir nur noch zwei Stufen ausbilden können, dann würde ich gerne das hier mit reinnehmen und das. Weil das interessiert mich überhaupt nicht. Wir brauchen nicht so viele Manövertechniken. Was sind denn noch meine Aufträge? Achso, die Linienschiffe zu bauen. Da sind wir noch bei. Ist in Arbeit. Warteschlange, Warteschlange. Gut. Theoretisch müssen wir nur noch abwarten. Und dann können wir auch die anderen Kapitäne mit Linienschiffen ausstatten. Das wird also eine richtig bombardiöse Eroberung, können wir mal so sagen. Ja, währenddessen können wir weiter plündern, wenn wir sowieso warten müssen. Ich stelle auch die Zeit noch ein bisschen schneller. So, los geht's. Gut, ein Linienschiff ist verfügbar. Die restlichen kommen später. Wir werden Port Royal natürlich immer weiter gut versorgen. Es sieht ja auch so finanziell gar nicht schlecht für uns aus. Nur, dass wir jetzt den Unterhalt der jeweiligen Linienschiffe auch noch decken müssen. Wir haben schon keinen Hanf mehr. Und das, obwohl ich eigentlich eine komplette Linie dafür eingerichtet habe. Ich weiß gar nicht, ob das die Krummbeere ist oder die M. Hoffmann. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, guck mal, was wir alles loswerden und wie viel Kohle wir machen. Das hätte ich gar nicht zu träumen gewagt. Speichern. Sehr schön. Noch zwei Linienschiffe fehlen. Er hat nur vier Schiffe. Wir könnten ihn besiegen. Den machen wir fertig. So, du bist als erstes dran. Ich habe diesmal keine Reparatur dabei. Das ist schlecht für mich. Aber da muss ich durch. Kritischer Treffer. Oh, der war ja hervorragend. Na, was wirst du machen? Mich zur Seite schieben, natürlich. Ach, komm schon. Umzingelt. Ein feindliches Schiff, das von mehr als doppelt so vielen Kanonen umzingelt ist, wechselt sofort die Seiten. Ich glaube, ich wurde festgesetzt. Kann das sein? So ist gut. Der schießt nur einmal. So, das Schiff ist raus. Dann kommt der nächste an die Reihe und auch das hat ordentlich Schaden eingebüßt. Die hier hätte ich gerne, die Kriegsgaleone. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen Schrapnellmunition verwenden. Ach, hier hinten ist auch noch ein Schiff. Ja. Ach, das kleine Süße ist dran. Pass mal auf. So, du wirst jetzt abhauen.
jetzt bist du dran. Bleib ruhig hier. Weiter. Granate ist okay. Warum bist du festgesetzt? Sieht aus, als wäre das Schiff für immer festgesetzt. Wurde umzingelt und hat kapituliert. Ach so. Oh. Okay. Eine Reparatur bringt dir nichts. Gib auf. Ich komme nicht ran. An keines der Schiffe. Verdammt. Nochmal kann ich nicht angreifen. Das ist knapp. Das ist sehr knapp. Und tschüss. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber ist egal. So, wir haben noch 184. Er hat noch 140. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihn ändern. Ach ja, geht ja gar nicht. Man muss ja neben ihm stehen. Na gut. Solange er das Schiff nicht kriegt, ist mir alles recht. Und wenn die Hälfte wieder repariert wird, top. Ach nee, die Hälfte nicht, ne? Er hat nur Zimmermann 1. Okay. So könnten wir neben ihn fahren. Wir selber haben noch 160 Leute. Nö, dann nehmen wir die Schrapnell. Dann sind schon mal 31 Leute weniger. Wir fahren zur Seite, damit die anderen Schiffe rankommen. Und wieder 34 Leute weniger. Du fährst weg. Jetzt schaffen wir es. Seeschlacht gewonnen. So liebe ich das. Wir haben gerade mal einen Mann verloren. Wir sind auch wieder einigermaßen repariert. Und das nächste Linienschiff ist fertig. Ein Linienschiff fehlt noch, dann sind wir soweit durch. So, dann geben wir erstmal alles ab, was wir erlangt haben. Und verkaufen jetzt das eine Schiff. Die Galeone. Das Linienschiff könnten wir mitnehmen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heißt, wir könnten eine Militärfregatte hier lassen und dafür das Linienschiff mitnehmen. Geil. Wir werden immer stärker. Gut. Nichtsdestotrotz will ich noch ein bisschen was verkaufen. Galeone.
Ja, die Militärfregatte kann eigentlich auch weg. Ich glaube, das ist okay. Obwohl, wir bewahren sie sicherheitshalber auf. Man kann nie wissen. So, dann müsst ihr noch repariert werden. Ich hoffe, das wird gemacht. Guti. Die Stadt selber hat sehr, sehr viele Leute bei sich. Seuchengefahr ist ganz, ganz niedrig. Alles ist gut. Port Royal ist glücklich. Ich bin's auch. Wir müssen nur noch dafür sorgen, dass die ganzen Schiffe fertig gebaut werden. Das einzige Linienschiff, das wir jetzt noch bauen müssen, ist bald unterwegs. Und wir können auch ganz, ganz viele Linienschiffe dann mit uns führen. Zumal wir sowieso schon 3 hatten. Na gut, 2. Aber jetzt haben wir ja 3 in einem. Schade, dass du nicht mehr aufgestuft werden konntest. Das finde ich sehr schade. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich habe gewonnen. Hab ich mich erschrocken? Verdammt! Das Linienschiff ist der Stolz der englischen Flotte. Es übertrumpft sogar noch die spanische Kriegsgaleone. Ihr habt die Ehre, solche Schiffe zu befehligen. Verliert sie nicht leichtsinnig. Ich erwarte von euch einen Konvoi, vor dem ganz Spanien erzittert. Spanien ist geschwächt. Und es wird Zeit, dass es bekommt, was es verdient. Wir nehmen uns Kuba, indem wir den Spaniern alle ihre Städte auf der Insel entreißen. Ihr führt die Angriffe. Ich unterstütze euch mit Konvois und weiteren Schiffen. Annektiert die Stadt Nueva Filipina für deine Nation. Annektiere Evangelista und Havanna. Okay, dann nehmen wir erstmal Evangelista. Stark genug bin ich. Aber wo sind seine Unterstützungstruppen da? Oh, ich sollte vorher speichern. Belagerung von Seeseite. Ja, hier gibt's auch keine Werft, ne? Zumindest keine, die das Ganze hier beschützen. Und wenn wir Evangelista erstmal haben, dann ist das gut. Denn da hätte es tatsächlich zu einem kleinen Krieg kommen können. Havanna und Nueva Filipina ist überhaupt kein Problem. Dadurch, dass die so wenig Einwohner haben. Cool. So schnell kann es gehen. Aber ich habe hier tatsächlich noch keine Spanier gesehen. Kein spanisches Militär. Das wird vielleicht später kommen. Aber Evangelista steht eigentlich als zweites auf der Liste, ne? Ja. Wir sollten erstmal Nueva Filipina holen. Ich bin erstmal froh, wenn wir Evangelista haben. Hier sind ganz viele Militärleute aus England unterwegs. Gut für uns. Das ist erfüllt. Sehr gut. Die erste Stadt ist eingenommen. Wir werden sie aber nicht halten können, wenn die Bewohner nicht auf unserer Seite sind. Schaut, wie es ihnen geht und bringt die Stadt auf Vordermann, sobald es nötig ist. Okay, wir haben zumindest wieder ein Militärschiff kaputt gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt Evangelista erst einmal mit Waren versorgen. Sicher ist sicher. Ich habe gar keine mehr dabei. Upsala. Warte mal, kann ich mich denn wenigstens reparieren? Ich muss mich um die Leute hier überhaupt nicht kümmern. Das ist völlig in Ordnung. Das wird von alleine laufen. Wobei...
abspeichern. Jetzt fällt mir nämlich was anderes ein. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir haben ja hier noch ein paar Schiffe übrig. Linienschiffe, Militärfregatten, die sind mir eigentlich relativ egal. Ich bräuchte Barken und sowas. Normale Fregatten, ich brauche auch keine Fregatten. Ich will keine Militärschiffe, verdammt. Ich soll mich doch um die Leute kümmern. So, ihr seid HN, HN, HN. Speichern. Und HN, HN, HN bekommt eine neue Handelsroute. Neue Route erstellen. Route bearbeiten. Und ihr fahrt bitte von Trinidad über Evangelista nach Port Royal, Santiago und so weiter, sodass das dann alles versorgt wird.